Und damit herzlich willkommen zur finalen Episode Schon mal da von gewesen? Hackers Quarry Massacre. Und bevor die beiden mich unterbrechen, selbstverständlich, nicht andersrum. Wir haben bereits 4 Todesopfer. Jetzt folgt in der Episode noch das Kapitel 9 und natürlich Kapitel Nummer 10. Und da werden wir uns auch die anderen vom Hals schaffen. Zwicks Achievement selbstverständlich, ganz klar. Es gibt da allerdings gerade bei Laura und Ryan gibt es 2 verschiedene Stellen, wo man sie draufgehen lassen kann. Ich werde mich bewusst für die entscheiden, die ihr dann hier am Ende sehen werdet. Denn in dem versteckten Achievement gibt es dann die andere Variante. Ich weiß nicht, wie ich das am besten ausdrücken soll, ohne zu viel zu verraten, falls es jemand noch nicht weiß. Deswegen habe ich mir alles schon durch den Kopf gehen lassen. Und jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier echt keine Scheiße baue, auf gut Deutsch gesagt. Dass ich mir dann die Möglichkeiten für die letzten beiden Achievements dann nicht versaue. Weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, jetzt nochmal ein 6. oder 7. Durchgang wäre das dann. Nee, habe ich keine Lust, ehrlich gesagt, mehr. Das Spiel ist toll, absolut. Ich feiere es, absolut. Aber irgendwann ist auch mal gut. So, auf geht's zum Rest vom Schützenfest. Platz? Nein, hab nur das Schild auf dem Weg gesehen. Wie wär's, wenn wir zur Hauptstraße gehen? Ich dachte, das ist sie. Nein, das ist das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt eine Meile da lang. Hey, wieso kenne ich mich hier so viel besser aus als du? Klappe! Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren 3 bis 4 Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten, was weiß ich. Ja. Was war das? Lass uns weitergehen. Ja, so sehe ich jetzt wohl aus. Was? Mit einem Haken sieht's cool aus. Wir nennen dich Hookie McHookface. Aha. Keiner wird mich mehr so behandeln wie vorher, stimmt's? Manche nicht. Scheiß drauf. Kämpfst du klar mit einem Einhändigen? Ich glaube ja nicht, dass es hier um mich geht, oder? Ja, jetzt brauche ich wohl erstmal Zeit für den brandneuen Dylan, bevor es weitergeht. Den getunten Dylan. Dylan 2.0? Na, scheiße, jetzt will ich auch Caitlin 2.0 sein. Hey, wenn wir auf dem Schrottplatz was Scharfes finden, dann können wir das machen. Oh, dann kann's losgehen. Wir sind da. Schon gut. Ein Bewegungsmelder. Alles gut. Glaube ich. Schau nur, Steampunk ist zurück. Ach, komm, da lang. So, oder? Wer kommt jetzt dran? Lass mich los! Aha, ich weiß, wer dran kommt. Langsamer! Lass mich los, du Schlampe! Ist zwar nicht relevant fürs Achievement, aber egal. Jetzt kommt mal alle runter. Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Ich glaube, da wird mir gleich ein wenig Schrot ausrutschen. Hab dich. Jetzt räche ich meine arme Kaylee. Lass mich los, verdammt! Tschüss. Ja. Yummy. Hört sofort auf! Konstanz. Was zum Teufel ist hier oben los? Oh, wach auf. Wach auf. Liebling. Komm schon. Wach auf. Wach auf.
Oh. Sie ist tot. Kleiner Bobby. Ma ist tot. Oh, mal ganz kurz. Puh, diese Attacke. Jetzt wird niemand mehr beschützt. So. Travis. Die Nummer hat allerdings auch einen Vorteil, weil jetzt kommen wir mit Laura schneller durchs Haus durch. Ohne alles manuell ablatschen zu müssen. Vorausgesetzt, man trifft die Quicktime-Events. Die Nummer mit Ryan, dass er ein Messer an die Seite kriegt, kann man auch nicht verhindern. Egal, was ihr auswählt, wie ihr die ganze Szenerie hier durchspielt, er kriegt das Messer so oder so in die Rippen. Die Frage ist nur, wie macht man dann weiter? Und wie gesagt, ich habe schon im Köpfchen, welches Ende jeder haben wird. Okay. Weil wir, wie gesagt, ein anderes Ende dann beim versteckten Achievement sehen werden. Und das lassen wir noch stecken. Weil sonst haben wir das Messer später nicht mehr, um es Bobby in die Seite reinzurammen. Weil Bobby wiederum würde dann ohne die Stichwunde den Werwolf-Angriff überleben. Und da könnte es eventuell passieren, dass Ryan schon vorzeitig das Zeitliche segnet, weil Bobby auf ihn losgeht. Und das will ich halt eben vermeiden. Deswegen dieser Weg. Wir verstecken uns. Na dran, melde mich. Over. Von mir verstecken, Wichser! Selber Wichser! So, wenn ihr den Weg hier mit Laura wählt, braucht ihr keine Angst haben, dass ihr hier irgendwelche Collectibles in dem Haus verpasst. Weil hier sind tatsächlich keine. Und den ganzen Weg, den sie jetzt hier automatisch rennt, müsste man sonst manuell laufen. Hier müssen wir nur auf ein paar Quicktime-Events aufpassen. Gut, draufgehen würde sie deswegen jetzt nicht. Wegen Werwolf und so weiter, aber trotzdem. Weil die Collectibles fangen jetzt erst an. Da haben wir nämlich hier einmal die Jagdtrophäen.
könnte man ein bisschen schneller hoch. Dann in dem Zimmer, da hinten an der Wand ist der Hackett-Stammbaum. Und hier in dem nächsten Zimmer ist eine Tarotkarte, die könnte aber, wie man sieht, nicht verpassen. So, und jetzt startet sowieso wieder automatisch. Wie geht's, Schätzchen? Ab jetzt spielen wir nicht mehr, Kleine. Trau dich, Motherfucker! Ich sag dir was, mein Silber reicht nicht, um dich zu töten. Aber dafür kann ich dich leiden lassen. Ja, nee, jetzt noch nicht. Jedediah wird jetzt der Nächste sein. Greifen an. Er würde zwar auch noch drauf gehen, aber wir kürzen die ganze Story mal hier ein bisschen ab. Dadurch, dass wir im Gefängnis nicht auf ihn geschossen haben, zögert er jetzt bei Laura auch ein bisschen. Weil dafür ist Kapitel 7 tatsächlich da. Das beeinflusst diese Geschehnisse hier in dem Haus. Ich glaube, ich muss die Tasche mal ein bisschen Holz nachschmeißen. Sonst mache ich das auch mal flott. Diese Quick-Tap-Events werden übrigens durch W-Tappen ersetzt, wenn Ryan sich das Messer aus der Seite rauszieht vorher. Interessante Sache auf jeden Fall. Entschuldigung, dass ich mein Mikro immer wieder zwischendrin an- und ausmachen muss. Oh Gott, komm schon, Mann. Du musst mir helfen. Ach ja? Ja, versprochen. Ich werde nichts verraten. Nein, Mann. Familie geht vor. Sonst kriege ich Ärger. So, damit sorgen wir jetzt, dass Bobby auch auf jeden Fall drauf geht. Ist zwar nicht relevant. Ja,
theoretisch. Aber ich will so viele wie möglich mit in den Arm ziehen. Was machst du? Ja, tut scheiße weh, was? Ich wurde noch nie gestochen. Lass mich in Ruhe. Au, das tut echt weh. Dad! Ein Bär von einem Kerl, aber schreit nach Daddy. Laura. Hey, ich bin's. Was ist nur mit dir passiert? Ach, weißt du, eigentlich nichts Besonderes. Ah. Oh, Ryan. Oh, wie schlimm ist es? Es tut mir leid. So schlimm, ja? Ich gebe wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. So. Nicht deine Schuld. Ich hätte nicht kommen müssen. Ich hätte es verhindern sollen. Du bist doch nicht mein Boss. Sorry. Ist okay. Sterbe ich jetzt? Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? Warte. Vielleicht ja doch. Was? Ryan. Wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Aber es heißt auch... Ja, ja, versteh schon, böser Wolf. Ja. Ryan, ich hab nicht viel Zeit. Ich spür, wie es aus mir herausbrechen will. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Du tötest nicht Chris, du tötest einen Werwolf. Und rettest dein Leben. Und meins. Und das von Max und anderen. Beißen lassen und Leben und Chris töten. Oder verbluten. In etwa, ja. Entscheide, wenn's geht. Tun wir's oder nicht? So. Und hier... Jetzt werde ich in jedem Fall es annehmen, weil würden wir das hier jetzt ablehnen. Ryan würde zwar noch Chris erschießen können, aber Ryan stirbt dann direkt im Anschluss selbst, beziehungsweise verblutet da. Und das wiederum würde zur Folge haben, dass sich Laura und Travis gegenseitig an die Gurgel gehen. Und das will ich halt vermeiden. Ich will erreichen, dass die drei noch in die nächste Szenerie starten. Sag ich mal. Wenn man wird es dann sehen, was ich meine. Dass sich Laura und Travis gegenseitig an die Gurgel gehen. Wie nennt sich das? Gegenseitige Zerstörung nennt sich das Achievement. Genau. Das kommt dann natürlich auch in dem kleinen Zusatzvideo, wie die ganze Nummer aussieht, wie man da hinkommt, etc. pp. Habe ich jetzt zwar auch gerade nochmal gesagt, aber da werde ich dann nochmal viele alternative Enden zusammenfassen. Tu es. Okay. Oh. Weich und saftig für dich. Abendbrot.
Oh, gute Idee eigentlich. Ich habe Hunger. Gleich wirst du dich besser fühlen. Bald, glaube ich. Bobby? Fuck. Wir müssen weg. Wir müssen. Diese Typen werfen nie was weg, ha? Huh? Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Ja, klar. So, der Schrottplatz hier. Sollte man meinen, lädt sehr gut dazu ein, dass man so diverse Dinge übersieht an Collectibles. Dem ist aber gar nicht so. Also, man braucht ja nicht wie wild in jede Ecke zu rennen, dass, wegen der Befürchtung, dass man was übersehen könnte. Denn tatsächlich findet ihr einen Hinweis da oben. Der liegt da hinten, also in die Richtung, wo ich gerade schaue, da auf dem Tisch. Wir machen aber direkt das Tor auf. Werden wir in einer Dokumentation enden? Nein. Klappe, komm jetzt, geh mir. Und man braucht tatsächlich jetzt hier nicht links und rechts und die anderen Gänge durchforsten. Ist tatsächlich unnötig. Denn da werdet ihr nichts finden. Ihr geht einfach straight durch diesen Tunnel durch. Philipp erschreckt sich wie immer vor der explodierenden Lampe. Sorry, das war gruselig. Das ist so nervig. Wir werden von echten Monstern gejagt und das ist es, was dich stört? Ja, ist beides schlimm. Und dann könnt ihr tatsächlich direkt die Treppe hier hochmarschieren. So. Für eine Tarotkarte müsstet ihr mal kurz da hinten ans andere Ende von den Containern latschen. Und für einen Hinweis hier die Treppe wieder runter. Und direkt links rum da die weggeworfenen Schilder von Harem Scarum. So rum. Passt nur auf, wenn ihr hier noch nicht durch seid mit Einsammeln, weil wenn ihr der Treppe hier zu nahe kommt, startet die Sequenz und das war's. Da. Apropos, das war's. Was glaubt ihr, wer gleich drauf geht, hm? Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich
gut bei diesen Krallenspielen in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Ui. Na, nein, Oh, jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Sicher, ja, klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. So. Hier werden wir jetzt dafür sorgen, dass Caitlin nicht infiziert wird, aber Dylan leider Gottes diesen Sitz nicht mehr verlassen wird. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Es gibt zwar noch eine Möglichkeit, Dylan draufgehen zu lassen. Das wäre dann Sherlock. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler. Aber dann müssen wir mit Caitlin noch diverse Sequenzen durchmachen. Okay. Und ich will das hier ja so kurz wie möglich halten. Mal los jetzt. Ich könnte es natürlich auch noch kürzer machen und wirklich nur die Sterbesequenzen raussuchen, aber die ganze Schnibbelei ist doch viel Arbeit, sage ich mal. Und wie gesagt, falls ihr so zusammengefasste Achievement-Guides sehen wollt, da gibt's schon... Ja, ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit! Absolut. Da gibt's schon sehr, sehr gut auf YouTube. Können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Treffer! So, wir warnen Caitlin. Was? Dann hoch mit der Kiste. Dass jetzt alle hier heil rauskommen, müssten wir das Auto schwingen, aber es sollen ja nicht alle heil rauskommen. Oh, shit. Sorry, Dylan. Müsst ihr jetzt verkacken? Interessantes Detail. Hat man Dylans Hand da in einem Radioschuppen nicht abgetrennt und er ist infiziert, könnte man da auch die Quicktime-Events versauen, aber Caleb, also der Werwolf, würde ihn tatsächlich nicht umbringen. Aber kurz danach würde sich Dylan verwandeln. Wollen mal sehen, ob sie hier durchkommen. Na, das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Dir geht's bald besser. Cool. Ich fühle mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein.
Na egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder ein Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fein. Vorsichtig. Yep. Was war das? Oh. Ich denke, das ist Chris Hackett. Bobby nicht sein eigenes Messer in die Rippe gerammt, wäre er jetzt tatsächlich noch am Leben. So oder so, wir erschießen Chris. Sie mich verschont haben. Ja, gleichfalls. Und was nun, sind alle wieder normal? Was? Oh. Du denkst, es ist vorbei? Das ist es nicht. Ich versteh's nicht. Chris ist tot. Chris war nicht der Erste. Das ist unmöglich. Caleb. Kaylee. Das tote Mädchen. Ihr Bruder. Was? Das verstehe ich auch nicht. Warum konnte er das nicht von Caleb Anfang an sagen? Chris und Kaylee. Chris wollte sie nur beschützen. War ein guter Mann, mein Bruder. Aber wer bist Caleb? Silas. Verfolge ihn seit Jahren. Er ist ein Streuner, Rumtreiber. Er war schon lange nicht mehr hier, aber wir hofften, wir könnten es beenden. Zwischendurch gab es Sichtungen an der Küste. Ein wildes Albino-Kind. Großer weißer Wolf. Weißer Wolf? Was? Was sagst du? Wo? Wo hast du ihn gesehen? Hey, an den, oh! An den Hütten, früher am Abend. Okay. Okay. Okay, ergibt Sinn.
Alles ergibt Sinn. Er ist seit Monaten zurück und er lief euch vors Auto vor 2 Monaten. Helft mir. Helft mir. Wir können Caleb retten. Wir können den Rest meiner Familie retten. Welchen Rest? Wir können denen helfen, die noch leben. naja. Irgendwie ist da keiner mehr, aber das wissen die ja nicht. Das wissen die ja nicht. Wieso soll ich ihnen trauen? Ich will nicht, dass du mir vertraust. Ich sag dir, wir beenden das. Wir töten Sales und allen geht's besser. Jedenfalls denen, die noch leben. Okay, okay. Und wo sollen wir ihn finden? Ich weiß genau, wo wir ihn finden. Okay, los geht's. Okay. Genau. Das heißt nicht, dass ich vergebe, was sie getan haben. Ich verstehe. Das wollte ich nur erreichen. Und kann ich bitte was zum Anziehen kriegen? Und so wie ich das sehe, muss ich tatsächlich nur noch mal das Kapitel 10 dann machen. 2-mal für die versteckten Achievements. Du hattest deine Chance. Ach, geh mal im Zimmer. Du hattest die Chance zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Macht nichts. Ist ja noch Zeit. Wir könnten es noch schaffen. Passiert ist passiert. Lass uns jetzt nur noch nach vorn schauen, okay? Das war die letzte Chance. Ich kann dir nicht mehr helfen. Komm allein klar. So, wunderprächtig. Jetzt haben wir nur noch Kapitel 10. Das heißt, wir müssten direkt mit Caitlin in der Lodge starten, glaube ich. Nee, stimmt. Oh mein Gott, das habe ich schon total vergessen. Denn tatsächlich ist Max auch einer der Charaktere, der von dem Achievement betroffen ist. Es heißt ja, alle steuerbaren Charaktere. Tatsächlich ist er auch einer. Und zwar genau jetzt. Also, mach den mal vom Baum runter. What the fuck? Wieso bin ich auf einem beschissenen Baum? Laura! Blut. Also, wie komme ich jetzt runter? Na, jetzt weiß ich's. Was zur Hölle bin ich? Wo sind meine Klamotten? Ich glaube das alles nicht. Okay. Sehr sexy. Jetzt suche ich Laura. Ja, passt mal auf, wen er jetzt erstmal findet. Gleich da vorne, glaube ich. Ja. Oh, fuck! Oh, nein. War weniger blutig, als ich dachte.
Tja. So. Das ist das, was ich meine. Max ist auf einmal auch einer der steuerbaren Charaktere. Wenn auch nur für diesen Moment. Und deswegen ist das auch der einzige Moment, wo man ihn draufgehen lassen kann. Macht man das nicht, hat man das Achievement tatsächlich nicht. Dazu müssen wir nur eins machen, nämlich hier nach vorne dabbeln. Ach, die Kappe können wir liegen lassen, die interessiert uns nicht. Und dann haben wir genau zwei Möglichkeiten. Bei Möglichkeit Nummer 1 bleibt er im Leben, bei Möglichkeit Nummer 2 geht er drauf. Wenn wir hier bleiben, überlebt er. Ist da sonst keiner auf der Insel. Also schwimmen wir rüber. Okay, der kriegt sein Abendessen. Okay. Hoffentlich nimmt das ein gutes Ende. Caitlin dran kommen. Yep. Das geht natürlich alles Schlag auf Schlag. Okay, gut. Ich hoffe, Sie sehen, dass das Camp zu ist und versuchen es beim Hotel. Es regnet ständig heute Nacht. Die wissen, dass du hier bist. Sie kommen wieder, sobald es geht. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Okay, ich brauche einen besseren Überblick. Weil so oder so, Caitlin kommt aus dieser Nummer hier nicht mehr raus. Es sei denn, man hat vorgesorgt. Wie das funktioniert, wie gesagt, ist ein verstecktes Achievement. Bekommen wir jetzt nicht zu sehen, weil erschießen, also wirklich töten, kann sie Caleb nicht, denn Abby ist schon tot. Und Abby ist diejenige, die dann eine Silber, also beziehungsweise eine Patrone gefüllt mit der Silberkette unter der Tür drunter durchrollen würde. Aber sie ist ja nicht da, nicht mehr. Ergo, Caitlin würde hier so oder so drauf gehen, wenn man die Möglichkeit aus Kapitel 2 versemmelt hat. So, für alle, die scharf auf Collectibles sind, ist hier links rum, da hinten, das Bettenzimmer. Da findet ihr noch einen Brief. Und ansonsten müsstet ihr hier noch den Gang entlang, da hinten in den Raum rein. Da ist dann noch eine Tafel zum Anschauen und wenn man dann da von dem Raum aus die Treppe noch weiter hochgeht, findet man auch noch ein Schmuckstück, meine ich. Und eine Tarotkarte, genau. So. Das Porträt hier gehört auch zu den Hinweisen. Das würde ich euch aber empfehlen, erst hinterher einzusammeln. Man kann hier zwar noch dann draufklicken, weiter umschauen. Wie lange ist der Typ schon hier? Aber mit dem startet tatsächlich die weitere Sequenz. Ist
Showtime, Motherfucker. Was zum... Wir warten und schießen dann nicht. Und damit war es das auch für Caitlin. Jedenfalls jetzt den Durchgang. Es gibt noch ein bisschen Smalltalk und dann lassen wir auch hier alles seinen Weg gehen. Was genau ist vor 6 Jahren passiert? Da waren Feuer und viele Menschen sind gestorben und jetzt gibt's Werwölfe. Und ein Geist, der im Wald nach seinem verlorenen Baby sucht. Warte, das... Mir wird klar, das ist Silas. Oh, shit. Ist eine lange Geschichte. Nein, gar nicht. Da war ein Feuer. Silas, das Wolfskind, entkam. Bist ein Teil ihrer Familie. Sie waren machtlos. Peng. Die Vergangenheit tut nichts mehr zur Sache. Das ist völliger Quatsch. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Mit einem verwilderten Jungen, der zum Werwolf wurde und die letzten 6 Jahre nicht zu fassen war. Wir haben alles versucht. Jeden Vollmond haben wir ihn gesucht. Jedes Mal. Jetzt ist dieser Hurensohn endlich hier. Das ist meine Chance, die Sache endgültig zu beenden. So. Woher wollen Sie wissen, wo er ist? Wie sollen wir ihn finden, wenn wir einfach mitten auf der Straße fahren? Jetzt muss es ein bisschen schnell gehen. Müssen wir verkacken. Weil entweder geht Laura bewusstlos oder Travis. Aber Travis muss offline. Da auf dem Dach. Wo ist die Knarre? Vergiss es! Runter! Ja, jetzt müssen wir nach der Waffe greifen, um das zu erreichen, was ich will. Nein, mach auf! Jetzt müssen wir wieder verkacken. Und bye bye, Trump. Und bei dem Crash ist tatsächlich Ryan gestorben. Ja. Fehlt nur noch eine. Ja.
Jawohl. Verkacken. Nichts machen. That's it. Hackett's Quarry Massacre. Da wird sich die alte Dame aber bestimmt sehr freuen gleich. Und ich würde auch tatsächlich sagen, werde ich mich an der Stelle schon mal verabschieden. Ich hoffe, es ploppt gleich noch das kleine Bildchen unten rechts hoch mit dem Achievement-Teil. Ich hoffe, der Durchgang war auch interessant. Hat auf jeden Fall sehr viel mehr Spaß gemacht. Das hört sich jetzt absolut weird an. Ich weiß, es tut mir leid. Aber es ist halt eben doch schon einfacher, wenn man alle draufgehen lassen will, als wenn man sie auf Krampf am Leben halten will. So rum, sorry. Ich werde dann jetzt gleich nach dem Abspann, bei dem ich euch auch noch viel Spaß wünsche, ich bin auf, wie heißt das, banal oder bizarr oder bizarr oder banal, wie auch immer rum, auf das Gequatsche bin ich gespannt, was sie da zum Besten geben. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal recht herzlich fürs Zuschauen, denn das war's jetzt mit The Quarry. Es wird noch ein kleineres Video geben, also ich gehe mal davon aus, dass es kleiner werden wird. Ich kann es noch schlecht einschätzen. Das wird dann in wenigen Tagen folgen, wo ich nochmal alternative Enden zeigen möchte und andere Achievements und so weiter und so fort. So. Dann gehabt euch wohl, passt auf euch auf, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal bei was auch immer wieder. Bis dahin, tschü. Und nun viel Spaß. Es war eine bewegte Nacht, findest du nicht? Der Kreislauf geht weiter für manche von uns. Ich muss schon sagen, ich bin enttäuscht von dir. Doch weniger als ich erwartete. Ein Band eint uns, dich und mich. Auch wenn der Vollmond wiederkehrt und der Fluch bestehen bleibt. Diese Nacht ist vorbei. Keine Sorge. Ich werde deine Taten nicht vergessen. Aber komm ja nie, niemals nach Hackett's Quarry zurück. Steckst du deine Nase je wieder in Dinge, die dich nichts angehen, werde ich dich ewig verfolgen. Wohin du auch gehst, ich werde stets bei dir sein. Ich sitze dir im Nacken, auch wenn du mich nicht siehst. Kehrst du jemals zurück, jage ich dich bis an dein Lebensende. Follow me into a place where the fear is gone and the worries fade away. 'Cause it's a brand new day. I've got you and you've got me. The sun is bright and the air is free. So let's go. Oh, throw the map out the window. Oh, oh, oh. You've got me and I've got you. That's all we need. 'Cause all we're gonna do is be young. Don't you know I'm the one you wished for? Baby, can't you feel that?
this love is oh so real. Come follow me into a place where the fear is gone and the worries fade away. 'Cause it's a brand new day. Whoa, I've got you and you've got me. The sun is bright and the air is free. So let's go. Throw the map out the window. Sommercamp-Massaker. Keine Menschenseele überlebt. Was sagst du dazu, Anton? Keine Seele überlebt? Echt jetzt? Ich meine, komm schon. Wenn nicht jetzt, wann sollen sie denn sonst? Du weißt schon, rumschweben. Ich finde es irgendwie schön, dass die Journalisten herausstellen, dass Körper und Seele eine Einheit bilden. Ich dachte, das Hackett's Quarry-Thema wäre durch. Nicht dieses Hackett's Quarry-Thema. Ist das nicht schon 3 Monate her? Ein alter Hut. Zuerst das Intro, Anton. Hier ist Bizarr oder Banal, der Podcast über Paranormales. Ich bin Grace. Und ich bin Anton. Gemeinsam untersuchen wir mögliche übernatürliche Einflüsse in alltäglichen Ereignissen des echten Lebens. Genau das sind sie. Alltägliche Ereignisse des echten Lebens. Hinter denen aber spirituelle, übernatürliche Einflüsse liegen. Nein. Also, Hackett's Quarry. Mysteriöse Umstände. Wirklich? Mysteriös? Na klar doch. So steht's in der Northkill Gazette. Heftig, aber nicht mysteriös. Aber das ist nur die Lokalzeitung. Warum wird nicht landesweit berichtet? Was ist mit den Familien der Opfer? Was wird hier verschwiegen? Nicht jeder steht gerne im Rampenlicht. Schon gar nicht, wenn es um den Tod geliebter Menschen geht. Wie viele Menschen werden jedes Jahr getötet oder verschwinden spurlos? Nicht alles wird landesweit berichtet. Aber irgendwas an dieser Sache ist doch faul. Die nackte Wahrheit ist, dass die Dinge manchmal genau so sind, wie sie aussehen. Manchmal ist ein Apfel nur ein Apfel. Aber... Grace, diese Kids wollten sich im Sommercamp eine schöne Zeit machen. Sie hatten das ganze Leben noch vor sich. Ja. Es war eine Tragödie. Mehr nicht. Unnatürlich, aber doch nicht übernatürlich. Das gibt zu denken. Ach ja? Wie kam es dazu? Solche Fragen können einen in den Wahnsinn treiben. Wir erfahren's nie. Ich hab gehofft, dass du das sagst. Oh Gott, du grinst. Wieso grinst du? Hör auf damit. Nein, wofür habe ich sonst jahrelang eine Zahnspange getragen? Deine Zähne sind sehr hübsch. Danke. Das wussten viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts bestimmt noch gar nicht. Okay, also ich habe einen Insider. Deshalb wird die heutige Episode besonders anschaulich. Was denn für ein Insider? Insider wovon? Was? Du hast gesagt, du hast einen Insider. Haben wir nicht alle einen Insider? Die innere Stimme, die sagt, hör auf, Podcasts zu machen, die sich kein Mensch anhört? Auf diese Stimme solltest du hören. Okay, also eigentlich meinte ich, nennen wir es eine anonyme Spende. Weißt du, wir sind nicht die Einzigen, die das Ganze für bizarr halten. Jemand hat uns wirklich zugehört und ein Päckchen geschickt. Hast du... Du hast es doch nicht geöffnet. Ich traue keinem, der diese Show hört. Oh, ich konnte mich kaum zügeln. Überraschung! Anonyme Spende? Okay.
Seit dem ersten Tag dieses Podcasts versprichst du mir, für alles offen zu sein, wenn's echte Beweise gibt. Stimmt's? Hast du doch gesagt, oder? Ja, das habe ich gesagt. Und ich weiß, weil ich weiß, dass es nie echte Beweise geben wird. Nur deswegen. Okay, aber uns haben neue Infos erreicht. Und jetzt müssen wir entscheiden, ob sie bizarr sind oder banal. Na schön, legen wir los. Für alle zu Hause, wir öffnen jetzt ein Paket von einem mysteriösen Absender, der sich diese Show antut. Falls du diese Person bist, gratuliere. Hast uns erwischt. Ach, tut mir leid, das ist echt gründlich zugeklebt. Mann, ist das viel Klebeband. Hilfst du mir mal? Hast du vielleicht einen Schlüssel, mit dem ich es einritzen kann? Nein, ich gebe dir doch nicht meinen Schlüssel. Nimm die Fingernägel. Jetzt gib mir den scheiß Schlüssel, Anton. Nein. Gib mir den Schlüssel. Nein, nimm doch deinen. Du schließt doch eh nie ab. Na klar schließe ich Wieso? Ab. Wieso? Was hast du zu verbergen? Was für eine Frage. Schließt du etwa nicht ab? Nö, ich hab nichts zu verbergen. Du glaubst an Geister und schließt deine Tür nicht ab? Nein, Geister öffnen keine Türen, sondern gehen durch Wände, Anton. Okay, denk mal ein bisschen über Mörder nach. Wir müssen uns noch ein bisschen über die Familie Hackett unterhalten. Okay, das sind die Erben des ganzen Geländes, richtig? Ja. Ihre Ur-Ur-Urgroßeltern waren Fallensteller und haben das Land anno dazumal abgesteckt. Abgesteckt? Ja, genau. Wie bei der Mondlandung stellten sie ihre Flagge dort auf. Die Flagge der Hacketts, okay? Ja. Und offenbar sind sie dann auf Quarzit gestoßen. Quarzit? Ich hab's so gehofft, dass du nachfragst. Lustige Tatsache? Alle Bauten in ganz New York bestehen aus Quarzit. Das wage ich zu bezweifeln. Manche. Aber ich streife ab. Schweifst ab. War Absicht. Also, sie bauten den Steinbruch sehr erfolgreich ab, bis Septimus Hackett, klassischer Bösewichtname, der siebte Sohn der Fallensteller, die Zahl sieben, hat große, mystische Kraft. Ist klar. Die Mine schloss. Okay. Und dann lebten sie nur noch von dem Land. Ja, du sagst nur. Aber das Gelände umfasst viele Hektar. Ein riesiges Waldgebiet. Jede Menge unerforschte Dunkelheit. Oh, okay. Ein idealer Schlupfwinkel für eine unheimliche Einsiedlerfamilie mit dunklen Geheimnissen. Mhm. Und damit kommen wir auch schon dem Reich des Paranormalen ein gutes Stück näher. Alles klar. Hektar jetzt um Hektar. Kommt's. Dichter Spukwald. Wenn du das sagst. Als nächstes habe ich hier noch dieses leere Fiolen-Ding. So wie du leer sagst, klingt es, als wäre da vorher was Gruseliges drin gewesen. Tja, sie ist nicht halb voll, du Optimist. Wir haben ein Foto von meinem übernatürlichen Singvögelchen erhalten, wer immer das auch sein mag. Was fällt dir dazu ein? Ein Vogel sendet dir Fiolen voll mit... Ich finde, das sieht aus, als wäre Blut drin gewesen. Singvögelchen, kein echter Vogel, auch wenn ich gut zu Vögeln bin. Eindeutig zweideutig. So habe ich das gar nicht gemeint. Vergessen wir das. Sieh dir die Fiole an. Schreit sie nicht nach einem schändlichen Ritual? Naja, sieht aus, als könnte da Blut drin gewesen sein. Ja, für mich sieht da irgendwas nicht ganz normal aus. Ja. In der Fiole war Blut, verdammt. Okay, selbst wenn wir die Hacketts kurz außen vor lassen, ist hier was faul. Bereit für echt gruseligen Scheiß? Ich bin bereit für echten gruseligen Scheiß. Ich bezweifle nur, ob du abliefern kannst. Dreh nur nicht durch. Ich gebe mir Mühe. Gut, willst du meine Hand halten? Nein. Na schön. Soll ich dir tröstend über den Rücken streicheln? Oh, jetzt spuck es schon endlich aus. Soll ich das Licht anmachen, damit du nicht so viel Angst hast? Du sollst gar nichts machen. Rück einfach raus mit der Sprache. Ich würde das zwar nicht als offensichtlich übernatürlich bezeichnen, aber wir sollten trotzdem drüber reden. Okay. Ich würde bisher nichts davon als offensichtlich übernatürlich bezeichnen, aber von mir aus... Okay. Kratzspuren. Wow. Ja, du hast recht. Kratzspuren. Das ist ein Downer. Aber irgendwie auch interessant, weil jemand dachte, dass es sich lohnt, davon zu erzählen. Grace, das ist alles vielleicht nur ein raffinierter Streich. Ja, aber wenn ich alles so behandeln würde, hätte ich keinen Job. Ja, da hast du wohl recht. Okay, weißt du, ich gebe zu, dass es seltsam ist.
Oh mein Gott. Ich hab doch nur gesagt, dass es seltsam ist. Mein Gott, ich hab's geschafft. Hast du nicht. Ich find's nur seltsam. Ich hab's geschafft. Dich überzeugt. Dich auf meine Seite gezogen. Jetzt glaubst du auch dran, stimmt's? Ich werde nie auf deiner Seite sein. Ich habe gewonnen. Hast du nicht. Sieh doch mal. Das ist ein Wettstreit und ich bin siegreich. Bist du nicht? Ich meine ja nur, ich finde, die fehlenden Details in den Nachrichten, das ganze Zeug, was immer das heißt, es deutet darauf hin, dass etwas Seltsames vor sich geht. Seltsam. Interessante Wortwahl. Was willst du damit sagen? Klappe. Komm schon. Nein. Gib mir, was ich hören will. Ich geb dir überhaupt nichts. Hast du doch praktisch schon. Jetzt gib mir die Worte, nach denen ich mich so sehne. Okay, mit dem Titel war ich nie einverstanden, aber zum ersten Mal ist dieser Fall vielleicht bizarr, nicht banal. Ah, das ist der beste Tag meines Lebens. Das ist traurig. Wieso? Deiner nicht? Nein. Und was jetzt? Wir übergeben das der Polizei. Soll sie entscheiden, ob es nützlich ist oder nicht. Ich wünschte, wir könnten mehr erfahren. Dass wir einfach in eine Kristallkugel blicken und sehen, wie es ausgeht. Würde das Spaß machen? Wir können spekulieren, aber wir waren nicht da und haben nicht durchgemacht, was diese Kids erlebt haben. Wir werden nie wissen, was wirklich in Hackett's Quarry los war. Wer zur Hölle bist du überhaupt? Ein ehrlicher Mensch. Das war wundervoll. Dankeschön. Du bist genau in die Art von Inhalt durchgestartet, die mir am Herzen liegt. Das war einfach der erste richtige Gedanke in diesem Podcast.